Jetzt brauchen wir wieder so einen Ständer für 4,15 Euro. Ungefähr, je nachdem, welchen Baumarkt ihr geht natürlich. Dann Rohrschellen. Ich pack die mal aus und zack euch die. Rohrschellen, so sehen die aus. Da sind jeweils 4 Stück in einer Packung. Davon braucht ihr natürlich auch 8 Stück, weil wir 8 Raketen wieder befestigen wollen. Wenn ihr mehr haben wollt, natürlich wieder mehr, ist klar. Und dann braucht ihr Rohre. Also, ich habe die bei uns bei einem Landmaschinenhersteller gekauft. Habe gesagt, so, ich brauche Rohre. Ich brauche 1,5 Zoll. Und zwar 10 cm lang, 8 Stück. Weil, 10 cm, da kippe die Rakete nicht drin, hält vernünftig und sieht nachher auch dementsprechend gut aus. Habe ich hier den Kasten drin. So, jetzt nehmen wir uns wieder unseren Ständer und zeichnen uns alles an. Da das mit den Rohrschellen auch passt zum Rand, sollte das eigentlich gehen. Nein, wir machen das anders. Also, die Maße nehmen wir etwas anders. Zwischen der ersten Rakete ist jetzt etwas weniger Platz. Das ist aber auch nicht dramatisch, da wir sowieso massig Platz eingerechnet haben für die Raketen. Wir nehmen einfach nicht 2,5 cm vom Rand, sondern nur 3 cm. Dann passt das wesentlich besser mit unserer Schraube und ergibt einfach mehr Sinn. Also 3 cm vom Rand bei der ersten. Also das heißt, wir müssen nur 9,5 cm zwischen der ersten Rakete nehmen und dann wieder 10. Muss man aufpassen, dass man auf dem Ende auch wieder dann 9,5 nimmt beim letzten. Zeige ich euch aber gleich. Und mir ist jetzt mein Bleistift gebrochen. Jetzt habe ich wieder so einen blöden Edding hier. Ich gehe Bleistift holen und wir sehen uns gleich wieder. Zeige ich euch aber sofort, ich zeichne das mal eben auf. So, ich habe das jetzt aufgezeichnet. Ich habe diesmal die Striche komplett hier durchgezogen. Das sind jetzt diese 3 cm vom Rand, 9,5 cm beim ersten Feld dazwischen, dann 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm, dann 9,5 cm und 3 cm. Ansonsten geht das Ganze hier nicht auf. Das ist wichtig, dass ihr darauf achtet. Dann habe ich diese Striche hier ganz durchgezogen dieses Mal, weil das sind die Striche, wo die Rohre nachher mittig drauf sitzen. Also wenn das nicht hundertprozentig klappt bei euch, ist das nicht so dramatisch, aber hier ist so die Richtung, da sollen die Rohre nachher sitzen. Kann man ganz schön nachher sehen, da das durchgezogen ist jetzt die Linie, dass man diese Teile auch gerade drauf bekommt. So, ne? Also ihr wisst, was ich meine. Weiter geht's. Und zwar werden wir jetzt die Rohre anschrauben. Ich mache das jetzt mal beim ersten vor und dann zeige ich euch das gleich mal. Nein! Scheiße! Malheur! So Leute, weiter geht's. Wir haben hier ein kleines Problem gehabt, aber das ist natürlich ein Problem, was man lösen kann. Müssen wir uns natürlich wieder was Neues überlegen, weil wir dürfen ja diese Luft nicht haben, die wir da haben. Kann man natürlich auch anders machen. Man hat natürlich auch die Variante, mit Lochbahn zu arbeiten. Sieht nicht ganz so schön aus, hält aber trotzdem genauso gut. Kann man sich je nachdem, wie man das haben möchte, zurechtkneifen. Braucht man allerdings wirklich vernünftiges Werkzeug zu, weil es doch relativ fest ist, um es abzukneifen. Man hat auch ziemlich scharfe Kanten dran. Man kann allerdings jetzt auch dieses Lochband nehmen, kneift da ein Stück von ab. Ich zeige euch das jetzt. Oder auch andere kleine metallische Gegenstände. Das ist egal. Also solange man irgendwie sowas in der eine relativ dünne Dicke hat. Also, ich habe mir jetzt was einfallen lassen. Das Rohr sitzt fest. Und zwar habe ich einfach aus diesem Lochband ein kleines Stück abgeknipst und hier reingelegt. Das könnt ihr natürlich mit jedem anderen Eisen auch machen. Also wenn ihr irgendwas Dünnes habt, einfach hier so ein Stück abschneiden, reinlegen und fertig ist. Dann habt ihr auf jeden Fall die kleine Material den kleinen Materialunterschied ausgeglichen und es klemmt sich vernünftig. Da reicht wahrscheinlich schon aus dem Ordner einfach nur so ein von diesem Hefter, dieses kleine Teil. Ihr braucht ja auch wirklich nicht viel, von daher kommt ihr wahrscheinlich mit so einem Teil sogar hin
Und das ist ja wirklich was jeder zu Hause liegen hat. Das ist vernünftig klemmt. Das muss nicht, das hält ja nichts. Das ist ja kein Gewicht, was dran zieht. Das ist ja einfach nur, dass das Röhrchen nicht durchrutscht und die Rakete nicht weg kann. Also, das würde natürlich gehen. So, ich mache das jetzt mal hier zu Ende und dann zeige ich euch gleich nochmal, wie ich das Ganze voll. So, fertig ist das gute Prachtstück. So sieht das nachher aus. Ich habe mich eben erst ein bisschen geärgert, dass ich das Pech hatte, dass meine Rohre etwas dünner waren als meine Rohrschellen. Aber letztendlich war es ja perfekt, dass es mir passiert ist. So konnte ich euch gleich mal irgendwie Tipps geben, wie ihr dieses Problem beheben könnt. Ihr könnt das natürlich auch auf andere Weisen machen. Das war jetzt mal Beispiele, wie ihr dieses Problem beheben könnt, wenn eure Rohre etwas schmaler sein sollten als die Rohrschellen. Da kann man natürlich kleine Abweichungen haben. Das ist möglich. Aber jetzt habt ihr schon mal eine Idee, wie ihr das beheben könnt. Einfach so ein kleines Stück Eisen oder was ihr auch immer habt, irgendeinen metallischen Gegenstand mit reinlegen. Am besten nichts aus Plastik, weil der Raketentreiber würde das wegschmelzen und irgendwann würde euch die Hülse dann einfach plupp nach unten durchfallen. Wäre ärgerlich, soll nicht so sein. So, jetzt zu dem, was ich eben gerade gemacht habe. Ich habe diese Schellen angeschraubt mit dem Rohr. Ich habe hier drin so ein kleines Eisenstück reingelegt, damit es nicht durchrutschen kann. Hab's hier auf die aufgezeichnete Linie gelegt. Hier hatte ich ja auch eine Linie aufgezeichnet, habe ich euch ja eben gerade gezeigt. So, und dann legt ihr das Rohr einfach mittig auf diese Linie und dann die Schelle. Ihr könnt natürlich auch das Rohr weglassen, die Schelle nehmen, mittig drauf halten und dann erstmal die Löcher vorbohren. Ich habe sie vorgebohrt, muss man nicht unbedingt machen, kann man aber. Wenn ihr keinen Akkuschrauber habt, diese selbstschneidenden Schrauben gehen auch relativ gut mit der Hand reinzuschrauben. Geht auch, dauert etwas länger. Ja, dieser Ständer ist auf jeden Fall mein Favorit. Ich finde ihn mega gut. Ja, auf jeden Fall richtig funktional. Also, das hier auf jeden Fall in dieser Variante mein Favorit. Ich zeige euch jetzt nochmal einen Raketenständer, den ich letztes Jahr selber benutzt habe. Wenn ihr wollt, kann ich dazu auch nochmal ein Video machen. Mache ich sehr gerne, wie ich euch so einen nochmal nachbaue, da ich den sowieso nochmal vervielfältigen wollte. Da kriegt man dann so um die 20, 24 Raketen rein. Ist natürlich schon eine andere Hausnummer. Die kann man dann natürlich schön mit Zündblitze verleiten, dass sie alle auf Schlag zünden. Total genial. Hat letztes Jahr auch super gut funktioniert. Kann ich euch dann also aus meinen Erfahrungswerten auch schon zeigen. Ja, den zeige ich euch jetzt mal. Und nochmal meinen allerersten Raketenständer, den ich gebaut habe, der allerdings wirklich, wirklich grottig ist. Aber doch trotzdem noch zum Einsatz kommt bei mir. Ist einfach mittlerweile Tradition geworden, diesen Raketenständer zu benutzen. Zeige ich euch jetzt auf jeden Fall und wir sehen uns bei den Raketenständern. Ja, hier haben wir einmal mein uralt Gerät. Das sind einfach nur Sektflaschen, die geklemmt sind, mit einer kleinen Neigung nach vorne. Mehr ist das eigentlich auch gar nicht. Drei Raketen kann ich da drin unterbringen. Also wie man sieht, der ist schon sehr schwarz. Er hat einige Semester schon mitgemacht. Funktioniert aber auch immer noch klasse. Also wird gerne genutzt bei mir. Ja, und weiter geht's zu meinem anderen Modell vom letzten Jahr. Ja, hier einmal im Groben der Raketenständer, den ich letztes Jahr benutzt habe. Ja, von der pyrotechnischen Unterhaltung. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie ich diese Raketenständer gebaut habe. Ich habe euch ja zum Schluss nochmal den Raketenständer gezeigt, den ich letztes Jahr selber benutzt habe. Wenn ihr Interesse habt, dass ihr wissen wollt, wie ich den genau gebaut habe, baue ich den gerne nochmal nach, da ich den sowieso nochmal nachbauen möchte. Dann könnte ich den gleich mit festhalten. Wenn ihr Bock habt, schreibt mir einfach, dann mache ich das. Wenn ihr die nicht so nachbaut, habe ich euch vielleicht eine Idee gegeben, wie ihr es machen könnt. Ihr könnt natürlich auch anstatt dieser Rohrschellen, die ich benutzt habe, dieses Lochband nehmen, was ich benutzt habe, damit meine Luft dazwischen weggeht. Geht natürlich genauso gut, sieht nicht ganz so gut aus. Aber wenn ihr Rohre habt oder kauft, eventuell passen eure Rohrschellen aber ja auch. Das war jetzt bei mir ein kleiner Material-dicken Unterschied. Kann man mal haben, muss aber nicht sein. Das kann also sein, dass ihr euch die Rohre kauft und die passen damit zusammen mit euren Rohrschellen. Also das heißt nicht unbedingt, dass es jetzt so ist, nur weil es bei mir so war. Aber so konnte ich euch gleich zeigen, was man dagegen unternehmen kann und wie man das verhindern kann, dass die Rohre nach unten durchrutschen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video.